Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Build your personal brand. Wir haben es gerade einleitend auch gehört. Was macht uns zu einer starken Marke? Wie arbeiten wir an unserer Sichtbarkeit? Und das Wort Ehrlichkeit im Titel ist mir auch ganz wichtig. Wie schaffen wir es eben, ehrlich unsere eigene Marke aufzubauen, sodass sie zu uns passt und wir nicht das Gefühl haben, dass da etwas überstülpt wird, was gar nicht zu uns passt. Das möchte ich ausführen in meinem Referat heute Abend. Ich habe eine Folie mitgebracht zu meiner Person, die darf ich auslassen. Ich wurde wunderbar bereits vorgestellt. Ich möchte Ihnen das Programm zeigen. Wie gehen wir heute durch in der nächsten halben Stunde? Ich möchte zeigen, warum das Thema Selbstmarketing wichtig ist für jeden von uns, für jede von uns. Was kann dieses Thema für uns leisten? Dann, was können wir von starken Marken lernen? Jede Menge, und doch wird es ein paar Unterschiede geben zwischen Branding für Produkte und Dienstleistungen und Branding für Personen wie du und ich. Dann möchte ich weitergehen und so in drei Schritten zeigen, wie man von einer Markenidentität zum Wunschimage kommt. Zu einem Image, so wie wir ankommen wollen bei den Personen, die wir ansprechen möchten. Dann müssen wir weiter beherrschen, dass wir uns gut positionieren können am Markt und bei den Zielgruppen, die wir erreichen möchten. Wie geht das mit der Positionierung? Und abschließend möchte ich zeigen, dass Klarheit und auch Überzeugung ganz, ganz wichtige Komponenten sind, wenn es um eine Persönlichkeitsmarke geht. Und ich möchte anfangen mit dem Thema Selbstmarketing selber. Wir sehen immer wieder, dass Personal Branding oder Selbstmarketing, Marketing für die Marke Ich, eigentlich unter einem schlechten Image leidet. Was sehr schade ist, weil Personal Branding so viel leisten kann für uns selber. Darauf werde ich gleich noch eingehen. Also ein Thema, das eigentlich für sich selbst Marketing braucht, weil wir sehen, dass der Ruf des Selbstmarketing vielleicht nicht allzu gut ist und viele Menschen von uns Vorurteile gegenüber diesem Thema haben. Damit möchte ich auch aufräumen in meinem Vortrag. Was kann dieses Thema Selbstmarketing für uns leisten? Wir sehen, dass wir damit nicht nur unseren Auftritt steuern können und unsere Bekanntheit, sondern eben auch das Bild, das andere Personen über uns haben. Und dass wir dieses Bild steuern können, das ist ganz, ganz wichtig im Thema Personal Branding. Wir können uns eigentlich so vier Fragen stellen, wie wir auch diese Wahrnehmung steuern können, was andere Personen denn über uns denken. Es wird immer einen Anteil geben, den können wir nicht steuern. Das alles andere wäre nicht der Realität entsprechend. Aber lassen Sie uns doch wenigstens den Teil steuern, den wir durch gutes Branding steuern können. Was kann Personal Branding für uns leisten? Erstens, wenn wir klar sind, wer wir sind, wer wir sein wollen, mit welchem Angebot wir überzeugen möchten, dann sind wir auch klar für andere Personen. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann müssen wir sehen, im Aufbau von der Brand You ein paar weitere Dinge auch beachten. Wissen zum Beispiel auch, was andere über uns denken. Vielleicht mal eine Fremdmeinung einholen von einer Person in unserem näheren Umfeld, von einer Person, die mit uns arbeitet, um so ein bisschen auch zu sehen, wo stehe ich mit meinem Image? Ist das schon entsprechend dem, was ich mir vorgenommen habe? Und wie kann ich diese Wahrnehmung dann auch steuern? Also wer klar ist für sich, der wird auch klarer für andere. Und wir sagen immer im Bereich von Personal Branding, der Tod ist wirklich,
wenn wir so ein fuzzy Image haben, also nicht greifbar, nicht klar für andere Personen. Das ist so wie, ich sage jetzt mal ein bisschen, der Todesstoß von einem guten Personal Branding. Der Punkt Personal Branding scheint sehr viele selbstständige Menschen zu interessieren. Ich möchte aber auch mit diesem Vorurteil aufräumen. Wir müssen diese Wahrnehmung auch über unsere Person nicht nur steuern, wenn wir selbstständig sind, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass auch wenn wir in einem Unternehmen arbeiten, wir uns dort gut positionieren. Das heißt, in unserem Team, bei unserem Chef und so weiter, gerade die Person, die in einer bestimmten Situation relevant ist. Das heißt nun für uns, dass wir wollen, dass vielleicht eine bestimmte Aufgabe uns zugespielt wird oder dass die Personen in meinem Team mit einem bestimmten Problem zu uns kommen. Es heißt aber auch, dass wir nicht all diese Themen angeschnallt bekommen wollen, für die wir vielleicht nicht stehen wollen. Auch das kann passieren. Wenn wir uns nicht positionieren, dann werden sich andere Personen darum kümmern und wir werden auf jeden Fall ein Image bekommen, aber eben vielleicht nicht das Image, was wir uns vorgestellt haben. Der nächste Punkt: Was können wir von starken Marken lernen? Da sage ich jede Menge. Und ich habe lange Zeit das Branding unterrichtet an verschiedenen Hochschulen, im Executive MBA und so weiter. Und ich konnte dort viel lernen, einerseits von starken Marken, Know-how, das sich übertragen lässt, auch auf Persönlichkeitsmarken. Und ich werde aber auch zeigen, dass vieles natürlich adaptiert werden muss. Aber eines ist ganz klar, wenn wir von sogenannten Love Brands sprechen, die wir alle haben. Wir alle haben unsere Lieblingsmarken. Dann haben die eine ganz spezielle Anziehungskraft, die so stark ist, dass wir eben nicht nur von dieser Marke überzeugt sind und diese bevorzugen, sondern dass wir sie unter Umständen eben auch lieben. Deshalb Love Brands. Egal, ob das nun Haribo sind oder ein schöner Perrier Jouet Champagner, da machen Marketingleute wirklich einen guten Job, um solche Brands auch zu positionieren. Oder denken Sie nur an Walt Disney. Auch hier können wir viel von starken Marken lernen, nämlich auch dieser Aspekt der Fokussierung, auch dieser Aspekt, mit Emotionen zu spielen, Emotionen zu transportieren, aber auch zwei andere wichtige Punkte. Und das ist die Erkennbarkeit und die Relevanz. Und das versuchen wir in jeder Persönlichkeitsmarke auch zu leben. Was heißt das? Erkennbarkeit heißt, dass unsere Zielgruppe oder die Menschen, die wir überzeugen möchten, dass wir für diese Menschen erkennbar sind, sprich sichtbar, dass sie uns finden und unser Angebot auch nutzen können. Auf der anderen Seite dieser Punkt Relevanz, auch sehr, sehr wichtig. Lösen wir ein Problem für den Kunden? Wo sind so die Pain Points unserer Zielgruppe, die wir oder die nur wir oder zumindest auch wir lösen können? Auch das können wir von starken Marken lernen, denn wir können noch so gut sein und uns auch gut vermarkten, wenn wir nicht sichtbar sind und wenn vor allem unsere relevante Zielgruppe die Relevanz nicht erkennen kann, dann nützt das beste Marketing leider gar nichts. Ich möchte noch auf ein paar relevante Unterschiede verweisen zwischen dem Produkt- und dem Persönlichkeitsmarketing, wie ich das auch gesagt habe. Wichtig ist, oder ein wichtiger Unterschied, dass bei Produkten oder auch bei Dienstleistungen, da arbeiten wir mit einer erfundenen Persönlichkeit. Das heißt, da ist keine Persönlichkeit vorhanden wie bei uns Menschen, sondern wir erfinden eine. Wir stülpen also eine Persönlichkeit über ein Produkt, die zu diesem Produkt passt und die hoffentlich unsere Zielgruppe erreichen kann.
Das ist ein großer und wirklich relevanter Unterschied, während wir sagen, bei uns Personen ist alles schon da. Und deshalb ist die Herausforderung, wenn wir Personal Branding betreiben, auch eine ganz andere. Und zwar folgende. Wir haben alles schon da, unsere Werte, unsere Überzeugungen, unsere Fähigkeiten, unsere Kenntnisse, unsere ganzen Persönlichkeitsmuster, Verhaltenstendenzen und so weiter. Und was wirklich schwierig ist, das sehen wir auch in dem Coaching, ist, wo ist jetzt die Essenz? Auf was sollen wir uns reduzieren lassen? Was bleibt am Ende übrig, das für die Zielgruppe so relevant ist, dass sie mit uns interagieren wollen? Und damit haben ganz, ganz viele Menschen Probleme, weil wir werden ja reduziert. Dabei ist doch eigentlich alles wichtig, was wir mitbringen. Jede Station im Lebenslauf, jede Kenntnis, die wir haben, jede Fähigkeit. Und das stimmt so eben nicht. Wir müssen irgendwo reduzieren und diese Essenz finden, damit wir zu unserer Uniqueness finden. Das ist natürlich ein etwas längerer Prozess, aber durchaus machbar. Ich sage jetzt mal, wenn man sich ein paar Tage oder ein paar Wochen wirklich mal intensiv zuerst mit sich selbst, mit der eigenen Persönlichkeit beschäftigt und versucht, da eben diese Marke herauszuschälen. Also eine ganz andere Herausforderung, als wenn wir es mit Produkten zu tun haben. Ich habe einleitend gesagt, ich möchte so drei Schritte andeuten, wie eine Personal Brand entstehen kann. Wir machen das heute natürlich im Schnelldurchlauf. Es wird sicher die Möglichkeit geben, für die eine oder andere von Ihnen, das dann über das Angebot, das wir zusammengestellt haben, für Sie mal auszuprobieren und in dieses Thema einzusteigen. Aber ich möchte Ihnen so das wichtigste Wissen mal da auf den Weg geben, wie kann diese Reise aussehen und was stellt man sich da für Fragen, wenn man sich mit der eigenen Personenmarke beschäftigt. Und wir sehen hier ein Framework, das habe nicht ich erfunden, sondern das ist von einem der bekanntesten Marketingbücher oder Brandingbücher von Hans Rudolf Esch. Und er hat eine Systematik gemacht, die wir auch sehr gut anwenden können, wenn es darum geht, unsere Persönlichkeitsmarke aufzubauen. Wir sehen ganz links diese Markenidentität für Personen, die sich im Marketing beschäftigen von Ihnen. Die werden das kennen, dieses Marketingsteuerrad, wo eben Unternehmen oder Produkte dann versuchen, eine Markenpersönlichkeit eben aufzubauen mit dem USP, mit der Markenwahrnehmung, mit dem Corporate Design und so weiter. Wichtig aber die Frage darunter, es geht um die Strategie, wer und was wir sein möchten. Ganz, ganz wichtig, wer und was wir sein möchten. Dass man da sich mal im Soll-Bereich bewegt und sich wirklich mal fragt, was möchte ich überhaupt sein, nicht nur, was möchte ich anbieten, vielleicht auch für eine Dienstleistung, sondern wie möchte ich mich selber als Person in meinem relevanten Markt aufstellen. Das heißt, hier können wir noch wünschen und hier sind wir vor diesen Filtern, wo es dann um die Positionierung und so weiter geht und um unsere Zielgruppe. Dann möchte ich einen Sprung nach rechts machen auf der Grafik. Ganz rechts haben wir das Markenimage. Das, was wir eben steuern sollten und auch können. Also wie möchten wir wahrgenommen werden? Und deshalb ist es nachher auf dieser Reise sehr, sehr wichtig zu sehen, wer möchte ich denn sein? Und wie möchte ich ankommen bei meiner Zielgruppe? Dazwischen natürlich fremd Feedbacks auch einholen, um zuerst mal zu sehen, wo stehe ich überhaupt? Bin ich da noch ganz, ganz weit davon entfernt von meinem Soll oder stimmen gewisse Teile meiner Markenpersönlichkeit bereits? Also eine Reise, die von der Definition von der Markenidentität
zur Steuerung des Markenimages geht. Und dazwischen haben wir diesen Leuchtturm, diese Markenpositionierung. Und da steuern wir eben mit den entsprechenden Botschaften, mit einer entsprechenden Kommunikation, mit dem, was wir sagen, dann auch unser Markenimage. Sehr, sehr wichtig. Ich werde am Schluss noch darauf eingehen, wie wichtig es eben ist, diese relevanten Botschaften auch auf den richtigen Kanälen, wie zum Beispiel LinkedIn etc., zu transportieren. Fangen wir mal ganz links an bei dieser Markenidentität. Und ich habe es wirklich sehr, sehr stark reduziert, aber ich habe ein paar relevante Fragen mitgebracht, die sich alle Personen stellen müssen, die eine Markenpersönlichkeit oder diesen Markenkern aufbauen wollen. Fängt an mit der Frage, was ist eigentlich meine Vision? Wo möchte ich hin, wenn ich groß denken darf? Was sind meine Werte? Was sind meine Ziele? Ich bin immer wieder erstaunt in den Coachings, wie ungenau die Ziele ganz vieler Personen sind. Manchmal sind auch meine Ziele ungenau und dann komme ich immer wieder zurück und denke, ich muss das wirklich schärfen. Wo möchte ich hin im nächsten Jahr? Was möchte ich noch erreichen mit meinem Business? Und das hilft einem wirklich sehr, zielstrebig auch darauf hinzusteuern und es hilft eben auch beim Aufbau der Markenpersönlichkeit. Dann auch weiter, was ist meine berufliche Mission? Denn wenn ich das nicht weiß, wie soll das meine Zielgruppe wissen? Und noch so ein paar Fragen, oder? Was sind meine Fähigkeiten, die vielleicht auch meinen bisherigen Erfolg begründen? Oder welche Fähigkeit muss in Zukunft wichtiger werden? Aber auch meine Einstellung ist relevant, meine Überzeugungen und wie gesagt auch meine Werte, an was glaube ich und welches Umfeld wünsche ich mir in Zukunft, wo möchte ich wirken und wo kann ich meine Wirkung wirklich auch am besten entfalten. Es gibt noch mehr Fragen, die man sich hier stellen kann, möchte aber bei denen bleiben, um einfach mal eine Idee zu geben, in welche Richtung das eben gehen kann, wenn es um die Markenidentität geht. Und mache dazu ein Beispiel, gerne mit einer Brand, die Sie sicher alle kennen, Starbucks. Und möchte daran zeigen, dass Starbucks sehr genau weiß, was sie tun, sonst hätten sie nicht mit einem, ich sage jetzt mal, zumindest anfällig durchschnittlichen American Coffee weltweit so großen Erfolg und könnten auch ihren Kaffee zwischen 6 und, ich glaube, 8,50 Franken verkaufen in ihren zahlreichen Shops. Sie haben es verstanden, ihre Markenidentität to be the third place, also neben dem Büro, neben dem Zuhause, war das so ein Ort, wo man sein konnte mit seinem Kaffee und seinem Notebook. Die haben es verstanden, diese Markenidentität auf ganz klaren Werten aufzubauen. Und wenn ich mit Leuten arbeite an ihrer Brand, dann sage ich immer, mach dir zuerst Gedanken, auf welchen Werten, die für dich nicht verhandelbar sind, baust du deine Persönlichkeitsmarke auf. Und wir stellen dann auch in diesen Coachings teilweise fest, dass viele Menschen auch in einem Tätigkeitsbereich oder in einer Firma sind, die nicht übereinstimmen mit ihren Werten. Und dann wird es schwierig, sich wirklich so einzubringen, dass man eben als Person dann auch authentisch ist. Das möchte ich an diesem Beispiel zeigen. Also eine Markenidentität hat immer auch mit ganz, ganz klaren Werten zu tun. Dann möchte ich einen Schritt weitergehen auf die andere Seite zu diesem Markenimage. Was machen wir uns hier für Gedanken? Und viele von Ihnen kennen bestimmt dieses Bild von der Katze und dieser schönen Löwin oder auch der Löwe, je nachdem, welches Zielpublikum auch ich habe. Was mache ich mir da für Gedanken? Und auch hier ist es ganz, ganz ähnlich wie für Unternehmen. Wir müssen unseren Markt kennen,
Also wer ist unsere Zielgruppe? Wer sind die Menschen, die wir ansprechen wollen? Und weiter, was haben die für ein Bild von uns und auch für Erwartungen an uns, als Person in einem Team, in einer Firma oder auch je nachdem in meiner Rolle als selbstständige Person? Auch hier habe ich 4 relevante Fragen mitgebracht, die eben wichtig sind, um diesem Brand-Image, diesem Wunsch-Image ein Stück näher zu kommen. Also welche Marke möchte ich sein? Ganz, ganz wichtig, zuerst sich auch zu fragen, welches Wunsch-Image möchte ich? Wie sehen das Personen in meinem Umfeld? Wer gibt mir denn ein ehrliches Feedback in meinem Umfeld? Sind das Personen, mit denen ich zusammenarbeite? Sind das Personen in meinem näheren persönlichen Umfeld? Es sollten schon Personen sein, die mich gut kennen, sonst bringt das Ganze vielleicht wenig. Also sich hier wirklich auf die Suche machen nach anderen Meinungen, sich mal spiegeln, aber auch nicht übertreiben. Vielleicht ist die eine oder andere Einschätzung, wo man sich nicht wiederfindet, auch okay. Also hier kritisch, aber nicht überkritisch mit sich selber sein, aber doch wird es uns näher an unser Wunschimage heranbringen, weil wir einfach feststellen, wir sind noch weit, weit davon entfernt, wo wir sein möchten, oder vielleicht sind wir schon ganz, ganz nahe dran. Der letzte Punkt, Positionierung. Um was geht es bei der Positionierung, wenn ich mich als erstens mal Gedanken gemacht habe zu meiner Markenidentität, zu meinem Image? Was möchte ich transportieren und wie möchte ich das transportieren? Und eine der wichtigsten Aufgaben, gerade wenn wir uns mit der Positionierung beschäftigen, auch von der Marke Ich, ist der Punkt, dass wir uns abgrenzen müssen von anderen Personen, die vielleicht ein ähnliches Angebot haben, oder auch von Personen, gerade auch in einer Firma, die vielleicht im Team eine ähnliche Stellung haben oder die vielleicht die gleiche, ich sage jetzt mal, nächsthöhere Position im Unternehmen anstreben. Ich muss mich immer als Person auch abgrenzen können. Und ich zeige immer dieses Bild von diesen bunten Vögeln und diesem undefinierbaren Ding in der Mitte. Da habe ich schon alles gehört. Ratte, Äffchen, Mäuschen, wie auch immer. Jedenfalls ist es grau und alle anderen Vögel sind sehr, sehr bunt. Jetzt könnten wir uns die Frage stellen, wer ist nun besser positioniert? Wer lässt sich besser abgrenzen? Sind das die bunten Vögel, die ja doch immer alle ein bisschen unterschiedlich sind? Oder ist das vielleicht dieses graue Mäuschen in der Mitte, die oder das in dieser spezifischen Situation vielleicht halt eben besser differenziert ist? Also Sie sehen, es ist kontextabhängig, ob vielleicht eben das Äffchen oder das Mäuschen oder wie wir es immer nennen wollen oder dann die wunderbar bunte Schar an Vögeln vielleicht eben doch besser abgegrenzt sind. Als ein wichtiger Punkt bei der Positionierung, über die Differenzierung zu sprechen. Und auch hier, man muss sich nicht kaputt machen, aber man sollte doch ein bisschen nach links und rechts schauen, was kann die Person vielleicht auch besser oder was kann ich von der Person, die in einem ähnlichen Umfeld ist, vielleicht auch lernen. Gleichzeitig sehen wir, dass manchmal bunt auch zu bunt sein kann, nämlich wenn alle anderen auch bunt sind, fällt am Ende vielleicht doch die graue Maus mehr auf als all diese Vögel, die sich sehr ähnlich schauen. Gut, wir könnten noch viel über diese Folie sprechen, möchte aber noch einen Hinweis machen auf Fehler, die bei der Positionierung auch passieren können. Und zwar egal, ob wir ein Unternehmen sind oder eine Person. Und es gibt so 3 Fälle, die immer wieder auftauchen, wenn wir über Positionierung sprechen, sprich, wenn wir versuchen, Personen eben abzugrenzen, damit eben dieses Profil an Schärfe gewinnt. Und der eine Fall ist diese
Unterpositionierung. Dann haben wir das Problem, dass unsere Markenpersönlichkeit ebenso fuzzy bleibt. Das heißt, so ein bisschen weit undefinierbar. Die Leute in unserem Umfeld oder auch eben die Personen, die wir ansprechen möchten, die sind sich so ein bisschen unklar, für was wir denn stehen. Also stehen wir jetzt vielleicht für meinen Fall, für Personal Branding, stehe ich für Hochschule, stehe ich vielleicht für Diversität, stehe ich für Frauenpower, was auch immer, was wird assoziiert mit einer bestimmten Person und was vielleicht eben nicht. Und wenn wir zu weit positioniert sind, kann es uns eben passieren, dass wir am Ende vielleicht für nichts wirklich stehen. Der andere Fall, der zweite Punkt, ist so diese Überpositionierung. Da fassen wir unsere Positionierung zu eng. Das heißt, die Menschen in unserem Umfeld, die assoziieren vielleicht etwas Bestimmtes mit uns und alles andere können wir nicht. Das kann Ihnen auch im Team passieren, in einem Unternehmen, dass Sie vielleicht immer den gleichen Job bekommen, aber Sie hätten auch gern mal ein Werbekonzept gemacht oder was auch immer und es kommt niemand zu Ihnen, weil man denkt, Sie seien nicht kreativ. Das kann auch passieren. Und der letzte Fall, diese zweifelhafte Positionierung, das ist mitunter eigentlich der schlimmste Fall, weil dann hat Ihre Zielgruppe so das Gefühl, dass das, was Sie transportieren, nicht authentisch ist und dass das, was Sie erzählen, dass Sie das nicht wirklich können. Das wäre natürlich nicht ideal und passiert natürlich, wenn gerade eine Positionierung einfach nicht authentisch ist, wenn man sich nicht im Vorfeld wirklich mit sich auseinandergesetzt hat und dann eben versucht, eine echte, eine ehrliche Positionierung, wie das auch mein Titel suggeriert, aufzubauen. Gut, es gibt auch hier auch wieder so vier Fragen, die wir uns stellen müssen bei der Positionierung. Und Sie sehen selber, es geht natürlich auch um das Bild, das andere von uns haben. Also jetzt nicht unser Wunschbild, sondern wirklich, wie denken diese Personen über uns? Was haben sie für Erwartungen? Was leiste ich aber auch für einen Mehrwert für meine Zielgruppe? Also auch hier einmal die Marktperspektive einzunehmen und zu sagen, okay, was sind die Erwartungen und was kann ich eigentlich bieten für meine Zielgruppe? Ist das Empowerment? Ist das Selbstwert tanken? Ist das eine gute Zeit haben mit anderen Menschen bei einem Netzwerkanlass? Was ist es genau, was Sie an Mehrwert leisten können? Also auch diese Gedanken, sich da mal zu machen, sehr, sehr hilfreich. Und sonst auch wieder Feedbacks einholen. Was denken andere Personen, was sie an Mehrwerte einbringen in einem bestimmten Markt oder bei bestimmten Zielgruppen? Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, noch abschließend gute Beispiele von Personen, die es geschafft haben, sehr pointiert und auch differenziert aufzutreten. Und ich habe zwei LinkedIn-Headshots gemacht von zwei Personen, wo auch ich mir einmal angeschaut habe und die machen sehr schnell sehr klar, für was sie stehen. Und ich empfehle da auch, dass man den Infoteil bei einem Profil auch mal durchliest und da bringt auch Tien und Naran wirklich so alles unter, was es eben braucht, um eine gute Marke zu sein, um diese klaren Botschaften, so 1, 2, 3, wirklich diese Nägel eben einzuschlagen, dass jeder weiß, aha, da geht es um Digital, da geht es um Diversity, da geht es um Führungskräfte und das meistert sie wirklich hervorragend. Da empfehle ich jedem, sich das Profil doch mal anzuschauen oder auch das von Mel Carson, der ein sehr gutes Personal Branding Buch geschrieben hat. Das ist nur ein Büchlein, aber das hat es wirklich in sich und bringt es eben auf den Punkt, was auch er leisten kann, für was er als Person steht. Auch hier lohnt es sich, dieses Profil vielleicht auf LinkedIn mal noch genauer zu betrachten. Und ich denke, wir können jede Menge davon lernen. Er wird es wissen.
Gut, zusammenfassend ein paar Punkte zum Abschluss. Es ist viel Material, was ich hier reingepackt habe. Und ich habe ein paar Dinge auch nochmal hier aufgeschrieben zum Abschluss im Sinn von einer Repetition. Ich lasse Sie das ganz in Ruhe lesen. Also das eine wirklich mal, dass man sich halt wirklich Gedanken macht nochmal über die Brand. Für was stehen wir? Ich lasse das eins nach dem anderen mal einblenden. Dass man sich auch genug Zeit aufwendet für eine stichhaltige Positionierung. Das wird nicht gehen von heute auf morgen, dass wir wissen, genau das ist unsere Positionierung. Aber ich denke, wenn man durch diese drei Schritte hindurchgeht, dann kommt am Schluss doch eine sehr, sehr gute Brand Personality oder eine Markenpersönlichkeit auch heraus. Dann, was sicher auch wichtig ist, ist dieser Gedanke vom USP oder wir sprechen bei den Personenmarken eher von diesen Personal Branding Statements. Das sind dann diese Botschaften, die ich transportieren möchte. Was sagt uns das aus? Was wollen wir über uns aussagen? Wie wollen wir unsere Zielgruppe erreichen? Und ich sage auch immer, please keep it short, in a nutshell, das zu sagen, was uns ausmacht und hier eben nicht diese Angst zu haben, dass wir vielleicht zu wenig aussagen, weil wir uns eben auf gewisse Dinge beschränken müssen, um überhaupt Nägel einschlagen zu können. Und ein wichtiger Punkt oder der letzte Punkt sicher auch, es braucht Zeit und dieses Bringing in a nutshell appelliert gleichzeitig auch für ganz, ganz klare Botschaften. Lieber so drei, max drei Kernbotschaften und dann ist aber gut, weil mehr können wir gar nicht schlucken. Gut, das wäre es gewesen von meiner Seite. Ein kurzer Einblick in ja, eines meiner Lieblingsthemen, Personal Branding. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg, auch mit dem eigenen Personal Branding Projekt. Ich hoffe, ich konnte zum Denken anregen und hier nochmals meine Koordinaten. Wenn noch Fragen sind oder auch Anregungen, sehr, sehr gerne an mich. Ich bedanke mich.